Hallo, wir sind Deckkraft aus Düsseldorf. Schön, dass ihr dabei seid. Wir zeigen euch heute ein paar von unseren Tricks, wie wir malen. Und die könnt ihr zu Hause mit einfachen Mitteln nachmachen und wer ist mit... Wer sehen, so einfach ist das denn doch nicht. So einfach geht das nicht. Ja, aber danke. Und ja, heute fangen wir Klebstreifen an, besser. Genau, normale, gar nicht lange reden, direkt. Normale Baumarkt-Klebestreifen oder je nachdem, wo ihr sie herkriegt. Das finde ich in jedem Laden. Erstmal quer rüber, So. Noch mehr? Ja. So. Handfrei erstmal draufgeben. Das kennt ihr ja von uns. Gar nicht groß weiter nachdenken. Und dann erstmal vergessen, drauflassen, Bild malen und ganz am Schluss ausgehen. Das sind eigentlich immer, finde ich, die besten Effekte. Ich fange hier mal an mit so einer, finde ich, nicht sehr berüchtigt für diesen Unfarben. Alles ineinander gemischt, weiß und braun. Wenn die Farbe, wie jetzt hier, so ein bisschen zu trocken ist bei mir, nehme ich wieder hier diese Blumenspritzflasche oder wie die heißen, keine Ahnung. Hilft auf jeden Fall immer. Was haben wir denn noch an schönen Farben vorbereitet? Und einfach über die Klebestreifen drüber gehen. Das ist natürlich wichtig, dass man die dann später überhaupt nicht sieht. Marc, du bist ja gleich fertig. Ja, klar. Lass dich ranhalten. Pinsel in der Hand. So. Eine herzallerliebste Farbe, nämlich Äste. Ich gieße mal ein bisschen Tusche, das ist einfach nur so ein Effekt, die Fläche ein bisschen lebendiger macht. Man kann auch nochmal drüber spritzen, wie gerade, um es so ein bisschen verlaufen zu lassen. Hübsch. Was wir auch gerne benutzen, haben wir ja auch, glaube ich, schon mal gezeigt, sind Spachtel. Die kann man immer benutzen, um einfach eine Fläche nochmal so aufzureißen und ein bisschen. Genau, am besten das Papier auch aufreißen, kann auch passieren. Ja, schon was. Das sieht auch einfach klasse aus, eine Form, die dann so durchgezogen wird. Wenn ihr keinen Spachtel habt, nehmt halt ein Stück große Pappe, das geht auch. So. Okay. Ja. Oslo. Nee. So, das sieht schon mal. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Sieht super aus, aber. Ein bisschen weiß würde ich hier oben noch einmal. Klatsch einmal drauf, dann gucken wir mal, was passiert. Was passiert, genau. Das ist ja kein sehr hochwertiges Papier, das kann man wirklich. Naja, wenn man eine Hahnmühle so beim Sonderpostenmarkt kriegt. Ja, habe ich zu viel versprochen. Ich würde mal sagen, wir machen bei dem weiter. Ja. Das ist auch gut hier mit den Klebestreifen, aber da kommen wir später nochmal drauf zurück. Dann kann das nämlich schön trocknen in der Zeit. Ja, da diese Klebestreifen hier, ich meine, das... Das hätte man auch mit dem Nolo-Pinsel so niemals hingekriegt. Das ist richtig gut. Die kann man natürlich noch ein bisschen betonen. Ich nehme mal eine Stelle, wo ich jetzt hier diese Tusche, die wir hier haben. Farbe. Mit dem quasi um den Streifen drumherum gehe ich, lasse es beim weißen Rand stehen. Und dann kommen diese Streifen noch so richtig schön raus. Hier ist er zum Beispiel gar nicht mehr sichtbar, ne? Aber wenn ich dann jetzt hier mit dem Pinsel die Linie verlängere, dann wird er quasi wieder sichtbar. Ne? Und mit diesen breiten Pinseln kann man auch wunderbar so rangehen und relativ genaue Kanten hinkriegen. Fitter heute. Naja, das ist die Aufregung. So, das würde ich wieder stehen lassen. Ja, geil. Die Deckung ist gut. Wir haben jetzt mal bewusst Airbrush und so auch weggelassen, sondern es sind wirklich Methoden und auch Material, das jeder einfach bekommen kann. Was wunderbar funktioniert, finde ich, wenn man jetzt hier mal so eine transparente Stelle stehen lässt und dann eine wirklich deckende Farbe, da müsst ihr ja mal gucken, steht auf den Flaschen drauf, ob sie deckend sind, ob die Deckkraft hoch ist oder nicht. Und dann mit einer Deckenden, so wie hier jetzt, mal daneben gehen. Nasse Farbe rein, das ist egal. Konzentriert.
kastrierte Schwein. Naja, das geht mit der trockenen Farbe besser, aber... So, wenn du sowas von zwei Seiten machst, vielleicht auf der Seite machst, dann brauche ich jetzt allerdings einen kleineren Pinsel eigentlich, aber wir machen es zur Not jetzt mal so. Dann... Schön, wenn man es mal zwischendurch trocknen lässt. Da haben wir jetzt keine Zeit. Wir machen das in einem Rutsch. So. Warte, warte, warte. So, da ist noch so viel Farbe drauf. Wobei die Stelle, das sieht schon ganz gut aus. Aber egal. Sagen. Ja, das ist gut. Guck mal, könnte man die Struktur wieder hervorheben. Bin überrascht, das funktioniert sehr gut. Da fällt mir auch gerade was ein. Und das ist ein Teil, ne? Respekt. Ja, du hast es gebracht. Ich weiß nicht. Diese Linien, die da sind, die greifen wir nochmal auf und machen mal hier einfach einen Schatten dran. So, hier mal einen Schatten dran. So, und mit Wasser. Ist natürlich immer der Nachteil bei Acrylfarbe, dass es ein bisschen schnell trocknet, aber... Darf ich mal? Nee. Ach, ja, weil das ist auch groß geworden. Ja, stimmt. Oh, warte! Mann. Okay, dann nehmen wir hier. Komm, einmal wegrakeln. Vielleicht nochmal rakeln. Oh, das passt noch nicht raus. So, jetzt würde ich sagen, Englischrot ist die Wunderwaffe. Rotes. Jetzt, halt das holt, mache ich noch ein paar Farbtupfer rein. Direkt aus der Tube. Ja, ein bisschen kitschig. Wenn es zu kitschig ist, dann hilft immer Wasser drüber und wieder wegziehen. Ja, und schon sieht's. Ja. Ja. Okay. Ich jetzt hier sieht das der Rand drumherum. Oh, ist eigentlich. Ja, das wird. Oh. So, ich habe jetzt irgendwie. Was habe ich hier? Künstler Acrylfarbe. Feinste. Wenn Kunst draufsteht, dann streng dich an. Dann kann es ja nichts schief gehen. So. Indessen versuche ich hier so eine komische Wurstform hier auszuarbeiten, indem ich eine Umrandung mache. Ah, krass rein. Gelernt ist ja gelernt. Ich muss erstmal Farben mischen. So. Ich habe jetzt Violett mit Grau gemischt, um die Farben einfach so ein bisschen zu brechen. Mal interessant aus, wenn man die ein bisschen mischt. So, und jetzt arbeiten wir das, was alles da, was eigentlich schon da ist, betonen wir jetzt nur ein bisschen, indem ich hier Flächen wieder zumale.
Ja, das ist vielleicht für Leute, die es nicht so oft machen, schwer sich das vorzustellen. Es sind ja jetzt keine Flächen, keine bestimmten Flächen, sondern das ist wirklich was, was man sich dann halt spontan in dem Moment überlegt. Oder was heißt überlegt, man macht es einfach. Ach, das Klebeband war ja auf dem anderen. Das ist wunderbar, da gehen wir gleich nochmal dran. Macht natürlich schon einen Unterschied, auch was für Farben man benutzt. Ich meine, das Schwarz hier zum Beispiel jetzt, das Co. ist natürlich top. Wäre es mal an der Zeit, dass die Firma Lasco uns ein paar Töpfe rüber spendiert. So viel wir da schon ausgegeben haben und mitgemalt haben. Er hat es erfunden. Wir nicht. So. Boah, das geht gut für den. Hier sieht man zum Beispiel so eine Stelle, das finde ich immer klasse, dieses Neonfarbe, ganz hell leuchtend, wenn das dann neben einem ganz dunklen Schwarz ist. Ne? Das strahlt dann so richtig. Das ist echt schon ein schönes Blatt. Ja, das müssen wir jetzt auch so sagen. da schmiert es noch ein bisschen ab. Da schmiert es ab, aber... Das machen wir einfach in so fasten schönen Worte so ein bisschen abschmieren. Ja, wunderbar. Das ist fertig. Oder? Ja, aber die Farbe muss hier auch noch mal irgendwo auftauchen. Hier ist noch ein bisschen zu viel Chaos. So. Dann nehmen wir einfach... Ach, jetzt war ich fast zu weit. So. Ja, in den Bildern benutzen wir ja Farben, die finde ich sonst bei, was weiß ich, Kleidern und anderen Dingen lila, grauenhaft. Aber in den Bildern ist eine Farbe, die wir ganz oft benutzen, lila Töne, rosa Töne. Ja, funktioniert so gut. So, da oben finde ich, muss es sagen, da ist es. Ja, hier kannst du ein bisschen rein. Ich nehme mal so einen Streifen, der überschneidet, dann mal den noch in einer anderen Farbe nach. Die roten Punkte bin ich jetzt nicht ganz mit einverstanden. Das kommt vor. Genial, das sieht aus wie so Kometen oder was. So, nochmal einmal was draufsprühen. Ja. Lass uns mal einfach... Hier, was hängt denn hinter dir? Hängt noch was? Mal so belegen, das andere fällt drauf. Mit diesen Enden der... Hier. Der Streifen. Hier haben wir noch irgendeine Form. Das ist ein Marker. Ist das ein Untersetzer? Ich glaube, für Torten, das sage ich aus dem 1-Euro-Laden. Tortenboden. Aus Schaumstoff ist der. Ne? Da könnt ihr alles nehmen. Ja. So, wir legen das jetzt auch mal am besten. Ist immer so, dass ich da einen Flint aufschmeiße. Einmal noch die Kanten. Hallöchen. Und? Müssen wir vor? Spachtel, ja, das kann auch nicht verkehrt sein. Oh gut, ja, ist gut. So, zack. Okay. Okay, dann machen wir direkt mit dem nächsten Bild weiter. Ja. Das legen wir zum Trocknen. So, wir haben ja hier zum Trocknen, ich dachte, das wird direkt abgeholt. Das habt ihr ja gesehen, damit haben wir angefangen. Ja, was machen wir noch drauf, die Klebestreifen? Ja, unbedingt. Ich habe auch noch das tolle Violett. Ich bin noch Cadmiumrot. Ja, du kannst mir auch was reinhören. Ist auch schön, wenn man die Farben untereinander mischt, dann gibt das ein... Vor allem in der Tube am besten drin. Ja, vielleicht mal... Ja. So. Okay. Ach, da sind ja auch die Sprühreste drauf. Ja, so. Boah, diese Dosen, die stinken da schon eine Hölle. Eismaske aufsetzen, klar, ne? Für die Kinder, die das hier nachmachen. Don't try this at home. Nee, don't do this at home. Ja, wir wussten schon, warum wir das nicht auf Englisch machen, das ist toll, ne? Ja. Na, hier ist noch ein bisschen was von der anderen gesprühten. Passiert auch noch ein bisschen wenig. Unbedingt. So. Dann kann man mal einen Verlauf da
So, Farbverlauf, man mischt die Farben einfach ineinander. Eigentlich ganz einfach. So, mal drüber und wir haben hier einen Farbverlauf. Wir haben hier ein Meisterwerk. Die Kante ist groß. Ja. Klebeband in die Farbe. Gucken, was passiert. Das ist Spezialklebeband, das könnt ihr auf unserer Website bestellen. Die Rolle für 78 Euro. Ohne die. Wir holen uns das dann im Baumarkt. So, jetzt bräuchte ich noch ein paar andere Farben. Das haben wir hier. Halbtransparent, grün, schwarz. So, miteinander mischen. Da reagieren Papiere und Leinwände natürlich sehr unterschiedlich. Auf der Leinwand kann man sehr viel stärker Sachen wieder abnehmen, abwaschen, runterrakeln, damit arbeiten wir auch. Das kann man auf dem Papier natürlich nur begrenzt. Also das geht dann auch mal kaputt, wenn man immer wieder dran kratzt mit den Dingern. Aber ihr seht, vorsichtig gehen wir nicht damit um, also das hält es schon aus. Genau, aber hier fehlt noch ein bisschen. Ja. Fehlt noch was? Könnten. Keller? Oder was immer? Oder rotes Braun. Natürlich in der Zwischenzeit ein Sammelsurium an Formen. Klar habt ihr jetzt nicht alle zu Hause, aber man kann sich das ja ansammeln. Es gibt wirklich billig für 1 Euro in irgendwelchen Lippesläden. Ja, oder Restteile. Ja, kann wunderbar drauflegen. Teller, Tortenbrot. Rübergehen mit dem Pinsel. Man hat schon wieder so eine Struktur im Bild, die man vielleicht will. Grün, oder? Das ist ein Lack. So. Okay. Stimmt, das ist für die Kamera natürlich. So. Fein. Einmal was drüber. Ja, und Klebestreifen mal abmachen. Ach, stimmt, ich hatte schon ganz vergessen. Ja, das ist gerade. Das ist eigentlich immer der spannendste Moment. Oh. Mit Papier kannst du natürlich ein bisschen reißen. Mal schauen. So. Kante, was ist das für eine Farbe? Schwarz? Ja, verrutscht. So, du legst jetzt einfach mal hier an die Kante an und mach hier so einen kleinen Schatten, indem ich mit dem Pinsel einfach ganz leicht hier Farbe über den Rand ziehe. Machen wir hier nebenher noch mit der blauen Tusche was. Da kann man manchmal so ganz schön so einen fast runden Effekt erzielen. Jetzt habe ich 2 Pinsel, warum weiß ich nicht. Viel hilft viel. Das gefällt mir fast besser, das zusammen. Das ist schon eine ganz schöne Farbigkeit. Ja, ist ja auch immer schwer zu sagen, wenn wir zu zweit arbeiten wie wir, wann ist was fertig? Ne? Für den einen ist es vielleicht schon fertig, für den anderen nicht. Das kann man sich vielleicht schwer vorstellen, aber irgendwie sind wir uns da doch immer relativ schnell einig. Und viel braucht es nicht mehr bei dem.
die Form finde ich, da sieht man jetzt zum Beispiel noch ein bisschen zu deutlich, dass es eine fertige Sprühform ist. Da würde ich das nochmal. Wenn man da ein bisschen was wegnimmt, hoch klebt es da fest. Und hier. Vielleicht die Kante hier verlängern. Das war hier, genau. Nur so ein bisschen was stehen lassen von der Form und der Rest wird weggemacht. Ich greife auch nochmal hier diesen Streifen auf und verlängere den hier. Ups. Tauschen wir mal wieder. Die Farbe ist schön, die muss. Ja, das sind so Farben, die beim Mischen wirklich durch Zufall entstehen und die Reste ineinander gießt. Ich stelle hier neben dem Bild, da entsteht auch mal Farben. Guck mal hier, passt rein. So. Ja. Also es ist natürlich jetzt sehr so grau-lila insgesamt, finde ich nicht schlimm. Aber man könnte auch noch so einen Hauch, ich finde ja bei diesem, jetzt ist schon zu viel Rot hier dran. Naja, da war der Pinsel mit Rot, egal. Also weg, nein, dann gelb. Ja, das sollte gelb sein. Wegwischen. Papier drauf. Klatsch es lieber ab, ja. Wo ist denn, wo haben wir Papier? Abtupfen, dann bleibt aber ein bisschen was von der Farbe stehen, dann haben wir auch nicht irgendwie. Jetzt wird es gelb. Okay. Ah ja, das fehlt, genau. Ich habe keinen sauberen Pinsel hier, dann machst du mal ohne Pinsel, genau. An der zweiten Stelle noch auftauchen. Ne? So, da habe ich noch ein bisschen gelb. Ja, kannst du sonst auch hier. Okay, dann nehmen wir das mal wieder weg. Wieder die Nummer 2. Oh ja, hier. Über den Weißmann ist gut. Papier. Damit ich nicht alles unkontrolliert, lege ich mal hier über die Kante ein Papier. Ziehen wir es mal einfach hier runter. Hier vielleicht auch nochmal. Dann ist okay. Und dann ist fertig. Ja. Das wälzt sich übel das Papier, aber das wälzt sich auch wieder hin und das reicht auch nichts. Gut. Ich könnte nicht sagen, welche ich besser finde. Das sind beide, haben beide was. Ja, warte, hier. Das fehlt hier noch mit der. Ja. Ja, ihr seht, dass man den Klebestreifen, selbst wenn man sie nur auf einem Bild benutzt, zwei Bilder eigentlich schaffen kann, die ganze Zeit werden können. Hier vielleicht zu dem Gelb noch dieses Neon. Ja, der Kontrast von diesen ja, tonigen Farben und dann mal wieder was richtig Grellen rein, das funktioniert einfach gut. Ne? Das Gelb ist zwar heftig, aber. Ja, ein bisschen schwarz wäre noch. Ja. Ein bisschen was dunkel. Ein bisschen viel Gelb ist. Das, ja. Das könnte man noch mal ein bisschen dimmen. Das stimmt. Ah. Wo ist denn der?
Wir machen jetzt mal hier einfach ein Loch. Schwarze Linien drüber ziehen. Hau rein. Hm? Ja, rein. So. Letzten Gang. Okay. Na, das war schon zu viel. Ja, es sitzt natürlich jetzt sehr drauf so, ne? Würde ich nochmal einer Sache wie im Crossen, vielleicht ein Spachtel. Au! Pass an. So, jetzt baue ich nochmal. Ja, man kann dann so ein Bild dann lange natürlich weitermachen. Es gibt immer noch Stellen, aber irgendwann kommt natürlich auch so ein Punkt, wo es dann zu dicht wird. Ja, hier machen wir es auch zu. Und wo es auch zu bunt wird insgesamt. Ne? Aber das finde ich eigentlich von der Tonigkeit her noch sehr schön. Und man kann diese Stellen, ich mache jetzt einfach hier, dadurch, dass ich hier eine gerade Kante hinmache und die nicht gerade geworden ist. Hier ist ein. Ja. Also mich stört das mal ein bisschen diese Form. Das die ist so, nee, die Tiefform, die ist so dominant da drin in der Mitte, das ist ja nicht stört. Ich würde da jetzt nochmal drüber gehen mit irgendwas. No. Das ist so der Hit. Also einfach zweimal den Fehler, dann wird's der Hit. Die Stifte hier sind natürlich auch fein, das kann man alles reinfüllen, Tusche selber zusammenmischen, gibt es auch fertig gefüllt, aber wir fertig? Müssen noch. Ja, eigentlich ja. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, ihr konntet ein paar Sachen für euch abgucken.